Moin, moin, meine lieben Leute, und willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Ja, wir befinden uns immer noch in Kona und haben uns jetzt hier ein Häuschen angeschaut, wo wir beim letzten Mal stehen geblieben sind und gehen doch direkt wieder raus. Gar nicht lang palabert, das geht direkt weiter. So, viel können wir hier auch nicht machen. Mehr, wir nehmen mal den Wagen und fahren mal im nächsten Häuschen. Ist ja alles so ein bisschen miteinander verstrickt hier. Schauen wir uns kurz auf die Karte. So, Karte raus. Und wir sehen, wir sind hier bei dem Haus und könnten jetzt das Haus weiter unten nehmen. Allerdings ist da oben auch noch eine Höhle. Vielleicht sollten wir uns die Höhle auch nochmal angucken. Da könnten wir ja nochmal hineiern. Machen wir auch jetzt einfach mal. Wir fahren mal erst zur Höhle. Dies hat sich nämlich erst später aufgetan irgendwie. Vorher gar nicht gesehen. Ah, da geht's. Das ist so schade, dass jetzt Nacht ist, ne? Man sieht überhaupt nichts mehr. Aber egal. So, kurz mal gerade. Welche Richtung müssen wir? Kann man auch hinlaufen, ne? Oder? Von hier ist es doch nicht so weit. Mal hin. Die Höhle ist ja nur geradeaus. Und da können wir eben den Wagen nicht hin. Steigen wir mal aus. Und eiern direkt zur Höhle hin. Die ist ja nur geradeaus vor uns. Von daher kriegen wir das schon. Direkt rüber kann man hüpfen. Aber hier kann man rein. Ja, richtig? Yes. So, ich muss aber irgendwie. Okay, es lädt. Scheint wohl richtig zu sein. Ich weiß es nicht, aber wir testen es mal. Ist ja auch wichtig, alles abzuklappern, damit wir auch kein Geheimnis entgehen. So. Mal ganz kurz was sehen. Wir können natürlich da. Ja, wir laufen mal dahin. Vielleicht einen Eingang dahin. Ist hier ein Baum, okay. So. Schneller. Aber hier können wir durch auf jeden Fall. Das heißt, hier können wir direkt zur Höhle kommen. Behaupte ich mal. Oder gehen wir da zu dieser Treppe? Ich dachte, wir gehen mal zu dieser Treppe da. Gar nicht gesehen. Jetzt erst. Ach, hier waren wir schon. Das Haus, da brauchen wir nicht hin. Wir wollen zur Höhle, also gehen wir hier längs. Lass mich dann gucken. Höhle. Fort. Östliche Höhle, okay. Sind wir uns richtig? Gerade gucken, bin ich irgendwie verkehrt? Ne, ah, wir fühlen müssen wir vielleicht ein bisschen. Müssen wir ein bisschen umzingeln mal die Höhle. Denn anscheinend ist die Höhle da oben. Müssen wir nochmal außen rum rennen. Das war natürlich doof von mir jetzt. Nein, hier ist die Höhle. Ah, okay. Gehen wir doch da mal rein. Okay, da kommen wir nicht rein, das ist zu. Obwohl, warte mal. Wir haben doch noch. Ah, wollte ich gerade sagen, wir haben doch noch Dynamit. Okay, dann gehen wir schon zur Seite. Bin hier mal gespannt, was wir da drin finden. Komm schon, zu dir. Eieiei. So. Ah, okay. Hier sind ein paar Sachen. Ein bisschen Holz. Mitnehmen. Was ist das? Patronen. Patronen sind immer gut. Ein paar Zigaretten kippen. Wir können die drin auch ein Feuer machen. Das machen wir einfach mal. Noch ein bisschen Licht. Aber viel weiter ist hier nicht drin. Es ist einfach nur so eine Nothöhle. Oder was ist das? Noch ein bisschen Holz mit jetzt wieder. Ja, mehr ist hier nicht. Man kann hier jetzt nicht irgendwo noch hin. Schade, schade. Das wäre natürlich cool gewesen. Nun ja. Aber jetzt haben wir die Höhle auf jeden Fall einmal erforscht. Das ist schon mal gut. Mal wieder rausgehen. Und rennen wieder zu unserem Auto, um zum nächsten rauszukommen. Kurze Karte. Und da ist unser Auto und da laufen wir jetzt hin.
Das. Löw, Löw, Löw. Ja. Genau. Was auch von mir. Ja, schon. Während ich hier laufe, kann ich kurz darauf aufmerksam machen. Ich habe ein anderes Video mal hochgeladen von Spielen, wo ich glaube, wenn man die nicht besitzt für die Switch, sollte man sich die kaufen. Könnt ihr finden, wenn ihr hier oben in der Ecke auf den Link klickt, der jetzt gleich erscheint. Würde mich freuen, wenn ihr euch das mal anschaut und mir euren Kommentar da lasst. Ja. Ob man sowas weitermachen sollte oder ob man es weglässt. Und sich nur auf Let's Plays konzentriert. So. Okay, jetzt gucken wir mal. Huch, das wollte ich gar nicht. Falscher Knopf. So, Karte. Ja, wir müssen jetzt ja rechts rumfahren, um runter zum Haus zu kommen. Und das fahren wir jetzt. Los geht's. Da geht's gleich rein. Kommen. Hier haben wir schon einen Briefkasten, dann können wir auch da rein. Ist da ein Briefkasten, kann man reinfahren. So, ein Ladescreen wie immer. Nun ja. Auch das kriegen wir hin. Ups, da war das Haus, waren wir schon da. So, stellen wir aus. Wir haben zumindest einen Hund. Einen Wachhund. Mal runtergehen zum Hund. Bist du da? Nee. Na gut. Anscheinend ist auch nie jemand hier. Wir haben wirklich bis jetzt nur den betrunkenen Franzosen gefunden. Und sonst niemanden. Steht eine Nachricht. Wir sind geflohen. Es wurde zu gefährlich. In Nord-Manneston leben mehr Menschen. Dort ist es bestimmt sicherer. Jean Roy. Oder Jean Roy. Weiß man. It was a classic Canadian house, except for the absent horde of kids that would normally be swarming about. So, machen wir mal Feuer an hier. Wo liegt die Notiz? Auf der Liste der Dinge, die Mathieu in seinem Leben ausprobiert hatte, fehlte der Eintrag Mord. Noch. Er genoss es, neue Erfahrungen zu sammeln, vor allem die besonders aufregenden. Einem Menschen das Leben zu nehmen, einer echten Person aus Fleisch und Blut, die davon noch fühlen, denken, träumen, fantasieren, lesen, sprechen konnte, das versprach eine der aufregendsten Erfahrungen zu werden, die sich vorstellen konnte. Aber ihm ging es nicht darum, wie Rasnolikow irgendeine krude Theorie zu weisen, indem er einer alten Frau den Schädel einschlug. Nein, nicht im geringsten. Mathieu wollte nur wissen, wie sich das Töten anfühlt. So einfach war das, so erschreckend einfach. Er hatte sich kein besonderes Opfer ausgesucht. Wie auch bei den meisten anderen Menschen waren seine Wünsche nicht besonders zielgerichtet. Daher hatte er nur eine vage Vorstellung von der ganzen Sache. Er wollte ein Gewehr verwenden oder ein Messer, ein junges Mädchen töten oder einen alten Mann. Schließlich versuchte er sich auf die Durchführbarkeit der Tat zu konzentrieren. Das Opfer musste relativ schwach und wehrlos sein, denn Mathieu war nicht gerade ein Kraftprotz. Er würde zwar spontan handeln müssen, durfte es aber auch nicht übertreiben. Schließlich hatte er keine große Lust herauszufinden, wie sich ein Leben hinter Gittern bis ans Ende aller Tage anfühlen wird. Manche Erfahrungen sind es dann doch nicht wert. Oh. Schöner Typ. Boah, lass uns mal hier ein Licht anmachen. So. Dunkel nervt doch einfach nur. Oh, was drin? Toilettenpapier? Nein. Tassen. Oh, hier. Kann man Holz mitnehmen? Wo ist hier ein Buch? Bestimmtes Buch? Simone de Beauvoir, Claude Lévi-Strauss, Hannah Arendt, Roland Barthes. Carl was surprised by the literature filling this liberal-leaning bookcase. Could there really be intellectuals dwelling in this far-off land? Weil es überhaupt nichts fällt von den Leuten hier, ne? Denkt auch, das sind alles Dorftrottel. Danke sehr. So. Ist auch nicht wirklich viel hier, ne? Ketchup. Heinz Ketchup. Keksdosen stehen immer zu weit oben, das stimmt. Na? So. Mach dich da ran. Leider auch nichts drin.
So, hier ein paar Bilder. Schauen wir uns mal an. The photograph was snapped not too far from here, Carl noticed. The couple seemed to be very good friends. The couple radiated something akin to lightheartedness, to freedom. Perhaps some people out there truly found a way to live happily ever after. A picture of Wilfred in his youth. Carl figured right away that the man must have been some kind of wildlife officer. Mitnehmen. Ist drin, ne? Ne. Schade. Oh, da oben vielleicht noch? Auch nicht. Ein bisschen Katzenstreu. Oh, warte mal, ich kann auch Licht anmachen bestimmt, oder? Lichtschalter? Doch, da ist eine Lampe. So. Fantasie Teil 4. Auch nach 7 Monaten jedoch war es zu keinem Mord gekommen. Die beiden, wenn Mathieu heute auf den Zimmerdeckel starrt, wie er es vor 20 Jahren schon getan hatte, fragte sich immer noch, was genau er der Menschheit wegnehmen würde, wenn er Beatrice die Kehle aufschlitzte, was genau seinen Kindern fehlen würde. Und dann, ganz so, als ob es ihn in seiner Makrafheit überrückt hätte, schläft er mit einem leisen Lächeln auf den Lippen ein. Okay, das ist ein kleiner Psycho, über den sie da schreibt. Hoffen wir mal, dass das alles nur Fantasie ist. Okay, das haben wir leider schon das andere jetzt gelesen, das macht ja nichts. Ja, Fernsehen gibt's hier nicht. Diesen Dorf. Aber hier, was ist das denn? Not a single weapon was left. All of them were gone. Ja, mit ein paar Patronen. Munition brauchen wir wahrscheinlich nochmal, wie es so aussieht. Und hier ist noch ein Brief. Fantasie Teil 2. Gut. Wir lesen uns das nicht ganz so durch, wie wir es vorhaben. Irgendwie ist hier so ein bisschen dunkel. Gibt es hier keine Lampe drin? Anscheinend nicht. Aber es gibt Zigaretten. Konapoli. Wer über los geht, gewinnt. Statt Monopoly, Konapoli. Na. Oh, hier oben. Noch was? Ne. Gut. Hier finden wir leider auch nichts mehr. Haben wir schon, ne? Was ist denn hier? Anzünder? Anzünder. Was ist hier drin? Was ist der Ausgang? Okay. Die hintere Tür. Gut, schauen wir uns draußen noch mal ein bisschen um. Schauen wir uns Haus mal rum. Vielleicht haben wir irgendwas übersehen. Kann ja auch mal gut sein. Was sieht nicht danach aus? Mal rein. Ah, hier. Figur bewegen. Just one more move and White is checkmated. Game over. It seems the game was abandoned right before the final strike came down. Gut. Irgendwie haben wir jetzt nichts Nützliches hier gefunden in irgendeiner Form. Irgendwie ein bisschen schade. Jetzt hoch. Kann man das Wasser anmachen da? Flasche füllen, das machen wir mal. Eine Flasche Wasser. Okay. Gut. Dann machen wir uns wieder auf den Weg. Und fahren zum nächsten Haus. Und schauen mal, was es da zu erleben gibt. Hups, mal kurz. Und rum. Ja, nicht so viel gefunden hier, macht ja aber nichts. Diese Karte. Wir können ja noch weiter runterfahren. Machen wir nochmal, da kommen auch nochmal Häuser. Vielleicht können wir da noch weiterkommen, ich weiß es nicht. Wir testen es mal. Oh. Eieiei. Jetzt fahren wir nach Süd-Atami Peak.
Und da ja was. Sind wir jetzt weg von dem Haus? Jetzt dauert noch ein ganzes Stückchen, also können wir ruhig ein bisschen fahren. So. Ist auch kalt hier, ne? Ja, wir kommen in die Nähe vom Haus. Oh, guck mal, es lädt auch schon nach. Muss ja ganz in der Nähe müssen wir sein. Vorbeigefahren? Da sind wir tatsächlich. Der hier zur linken Seite befinden, oder? Gut, müssen wir mal aussteigen. Packen wir unseren Wagen mal hier. Steigen aus. Alles. Guck mal. Soll ich hier irgendwo eine Einfahrt geben denn? Und es ist auch da eine Hütte zu sehen. So. Dann sind wir mal außen rum. Darüber klettern können wir ja nicht. Gibt hier aber auch keinen Eingang oder so. Oder weiter vorne. Könnte hier auch sein. Hä? Warte mal. Da muss es ja irgendwo sein. Na, laufen wir weiter. Hier geht's auch rein. Guck mal. Hier hätte man auch mit dem Wagen reinfahren können. Oh, da sind wir. Haben wir noch ein bisschen Holz mit hier? Brauchen wir nicht, haben wir noch. Scheint aber warm und cozy da drin zu sein, deswegen gehen wir da mal rein. Ich will ja nichts beschönigen, aber... Ja, das Coole ist, wir waren ja schon hier. Fällt mir gerade mal auf. Schön in die falsche Richtung gefahren die ganze Zeit. Denn da, von da sind wir gestartet. Von dem Turm, wenn ihr euch entsinnen könnt. Waren wir nicht hier? Bin ich verkehrt? Ich meine, wir waren schon hier zu Beginn mal, ne? Des Spiels. Ja, ja, so. Da waren wir nämlich ganz am Anfang, von da sind wir gekommen. Und ja. Können wir gleich nochmal feststellen, weil diesen Ofen habe ich nämlich angemacht da drin. Bin mir gerade ziemlich sicher. Ja. Gut. Aber das ist ja gut zu wissen, dass es jetzt ja auch voll vereist ist. Genau. Dann müssen wir zurück. Müssen in die ganz andere Richtung wieder. Deswegen konnten wir auch nichts finden in den Häusern. Beziehungsweise in diesem Haus. Weil zurück können wir nicht, da ist zu Ende. Da hinten ist nämlich die Brücke, wo wir beim ersten Mal waren. Genau, wir müssen also wieder da hoch. Dann lass uns mal da hoch eiern. Hoch. Genau, da war der Unfall. Oh mein Gott, du. Ich habe eine Orientierung wie, wie ein Stück Brot. Also hätten wir uns ersparen können. Aber die anderen beiden Häuser haben wir trotzdem abgeklappt. Die mussten wir abklappern, denn da war ich noch nicht drin. Aber, ja, so viel Erkenntnis haben wir ja nicht gewonnen heute. Aber ihr könnt ja froh sein, dass ihr dabei wart. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss.